Hallo ihr Lieben, heute mal ein kleiner Tipp. Ihr kennt alle das Theraband. Mit dem Theraband kann man einige Übungen machen, alternativ zu den Kraftübungen bzw. zum Beweglichkeit- oder Muskellängentraining. Nicht ganz so effektiv, aber immerhin kann man dort einiges mitmachen, um die Muskulatur ein bisschen auf Stand zu halten. Es gibt das Theraband in verschiedenen Farben. Es gibt blaues, es gibt gelbes, es gibt ein rotes. Es gibt auch noch grüne und schwarze. In der Regel ist es so, je dunkler die Farbe ist, umso strammer und so stärker ist das Band. Ich habe jetzt hier ein blaues mal genommen. Als kleiner Tipp, wenn ihr die Übung machen wollt, ist es ja oft so, dass man nicht weiß, okay, wo mache ich das jetzt fest? Klar gibt es Übungen mit dem Theraband, die ich unter dem Fuß machen kann. Aber wenn ich Übungen von oben machen möchte für den oberen Rücken, wo mache ich das Ganze fest? Viele haben kein Treppengeländer zu Hause in ihrer Wohnung oder im Haus oder Fenstergriffe sind oft auch nicht auf der optimalen Höhe. Und da habe ich was für euch. Ihr nehmt ein Handtuch oder ein Küchentuch, ein Trockentuch, rollt es zusammen, so reicht es schon in der Regel, und dann packt ihr das Theraband dort herum und wickelt das einmal drum. So, dass ihr zwei gleich lange Enden habt. Und jetzt macht ihr Folgendes. Ihr schnappt euch eine Tür, schmeißt das Handtuch dort drüber, schließt die Tür wieder und habt zwei Enden, mit denen ihr arbeiten könnt. Ihr packt die Enden, ihr könnt für den Oberkörper trainieren, für den oberen Rücken trainieren, aber ihr könnt auch eine wunderbare Übung machen aus dem Beweglichkeitsbereich. Muskelgelenktraining, Öffnung, Brustkorb. Und somit habe ich wieder mehrere Varianten, wie ich trainieren kann, wie ich ein bisschen die Muskulatur auf Trab halten kann. Und ich wünsche euch damit viel Spaß. Bis dahin, alles Gute, euer Norm. Ciao.